Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Update-Video zum Spiel Farm Together 2. Heute ist etwas reingekommen im Update, was sich alle sehnlichst gewünscht haben, quasi seit der zweite Teil auf den Markt gekommen ist. Es sind aber einige andere Sachen auch noch dabei, deswegen, ich habe eine lange Liste vor mir liegen, wir packen einfach mal alles nacheinander an. Wenn wir in der Stadt sind, dann können wir nun, wenn wir draufklicken, den Tresor hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, dann haben wir aber noch etwas Neues bekommen, und zwar die Bauerngenossenschaft. Dafür müssen wir 50 Medaillen übrig haben, erhalten übrigens nebenbei 400 XP dafür, dass wir das einmal bauen. Und ja, ihr habt es sicher schon gelesen, wir schalten damit die Farmhelfer frei. So sieht das Ganze aus. Und schon plöppt hier wieder ein Hinweisfenster rein. Farmhelfer. Du kannst Farmhelfer einstellen, um in bestimmten Gebieten deiner Farm zu helfen. Um sie freizuschalten, musst du die Bauerngenossenschaft in der Stadt bauen. Nachdem sie freigeschaltet wurden, werden sie auf deiner Farm erhältlich sein. Du kannst zusätzliche Farmhelfer platzieren, indem du die Bauerngenossenschaft levelst. Oh, okay. Dann habe ich mir das ein bisschen anders übersetzt. Ich habe es, also es ist wahrscheinlich dann hier drauf bezogen gewesen. Ich komme da später nochmal zu. Farmhelfer arbeiten in einem bestimmten Gebiet um sich herum. Du kannst die Größe des Gebietes und ihre Aufgaben konfigurieren, die sie erledigen sollen, indem du mit ihnen auf ihrer Kachel interagierst. Okay, was ist denn die maximale Reichweite? Farmhelfer müssen von Zeit zu Zeit von dir bezahlt werden oder sie werden nicht mehr arbeiten. Gut, das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Du kannst sie bezahlen, indem du mit ihrer Kachel interagierst oder alle gleichzeitig über die Bauerngenossenschaft bezahlen. Oh, dann habe ich doch einen blöden Standpunkt jetzt für das Ding hier ausgesucht. Ja gut, okay. Wir klicken hier mal drauf. Ach du Schande, ist das teuer. Also, wenn ich das richtig verstehe, wird mit einer Medaille ein Farmhelfer bezahlt. Wenn wir jetzt auf Verbessern gehen. Ach du Scheiße. Da fragt man sich doch ehrlich, ob die Entwickler irgendwie den Schuss noch gehört haben. Also, um das Ganze zu upgraden, und das ist gerade mal die erste Stufe, die wir überhaupt machen können, brauchen wir satte 75 Medaillen. Das ist ein extremst stolzer Preis. Gut, und natürlich auch Rohstoffe, das ist soweit okay. Ich werde das jetzt mal spaßeshalber machen. Jetzt haben wir hier zwei drin stehen. Ich gehe davon aus, dass das heißt, dass wir zwei Farmhelfer letztendlich dann auch einstellen können. Warum ich jetzt hier noch nicht bezahlen kann, ich vermute mal, weil ich noch keine eingestellt habe. Das heißt, ich werde mich mal eben wieder zurück auf die Farm begeben. Ja, und ich habe es ja in der Hoffnung, dass es so ähnlich ist wie in Teil 1 hier alles schon mal vorbereitet, damit die sich dann auch um die Tiere kümmern können. Es ist natürlich die große Frage, ob das überhaupt funktioniert oder ob das Ding, was wir jetzt bauen müssen, dafür eigentlich zu groß ist. Weil... ich muss mal eben gucken. Hier. Wir haben hier den Farmhelferstand. Doch, das scheint aber trotzdem noch ein Platz zu sein. Das ist für eine einzige Stunde. Bezahlen wir eine Medaille. Wer soll das denn bitte schön alles bezahlen? Also da bezahle ich lieber einen Edelstein, als in Medaillen zu bezahlen. Weil das dauert halt unendlich lange, bis man die erstmal wirklich hat, auch trotz der Quests, die wir jetzt haben. Aber da man ja, wenn man das kann, die großen Quests nimmt, dauert das natürlich auch dementsprechend lange, bis das dann wieder reinkommt. Also da bin ich mal gespannt, ob das noch geändert wird und ein bisschen humaner für die Spieler gemacht wird. Oder ob das so bleibt, weil das ist schon heftig. Wobei ich davon ausgehe, dass die Zeit tatsächlich nur dann weiterläuft, wenn man im Spiel ist. Das war ja bei den alten Farmhelfern auch so, soweit ich mich erinnern kann. Es ist auch sehr teuer, die Dinger hinzustellen. Die kosten auch nochmal zusätzlich 10 Medaillen pro Stück. Ich werde das jetzt natürlich mal machen, um euch das zu zeigen. Oh, jetzt kann man es auch sehen. Die sind viel... oh. Ich muss mal rauszoomen.
Also die können viel weniger machen, als die es vorher machen konnten. Vorher war es ja so, dass die, ich glaube, 8 tief gegangen sind. Jetzt gehen sie nur noch 4 tief und 4 zur Seite. Gut, das, ja, vorher war es 5 zur, das heißt, ich muss hier alles umstellen. Nee, 6 zur Seite, genau. Das heißt, ich muss alles komplett umstellen. Ja, dann ist es auch irgendwie logisch, dass mehr Farmhelfer kommen. Also zumindest laut dem, was ich gehört habe. Weil das kann man natürlich so nicht machen. Da kriegt man ja eigentlich gar nichts mehr mit hin. Also ich stelle die erstmal so auf und dann hoffe ich mal, dass wir später so hoch leveln können, dass wir mehr davon machen können. Weil es ist jetzt ein extrem geringes Feld. Es sei denn, wir können das noch einstellen. Es hieß ja, man kann es selber noch einstellen. So, Breite. Ah, jetzt kommen wir mal der Sache ein bisschen näher. Wir können die... wir können die breiter machen und tiefer machen. Position ist mittig. Zugriffsrechte. Ah, das ist auf jeden Fall neu. Man kann jetzt einstellen, was die für Zugriffsrechte haben. Also zum Pflanzen kann man jetzt zum Beispiel einstellen, pflanze mir immer die und die Sachen. Das ist natürlich mega genial, wenn man zum Beispiel... ja, die Sachen angepflanzt haben, also geerntet und neu angepflanzt haben will, um die Tiere zu füttern. Das ist richtig genial. Das heißt, die müsste ich mal umstellen und tatsächlich auf meine Farm stellen, wo ich dann die Tiere mit füttern kann. Das ist richtig cool. Das ist standardmäßig aber aus. Achso, der eine ist schon unterwegs hier. Ich habe es noch gar nicht mitbekommen. Feldfrüchte gießen und ernten. Ja gut, ich habe jetzt hier natürlich keine Feldfrüchte. Bäume ernten, das ist auch soweit okay. Steht wahrscheinlich auch aufs Beste. Die Blumen können gegossen und geerntet werden. Die Tiere gefüttert und geerntet, das ist halt normal. Das war ja früher auch so. Die Fischteiche können geerntet werden. Ah ja, da wollte ich mir einen hinmachen bei den Fischteichen, genau. Und man kann sogar Gebäude ernten und auffüllen. Oh! Das ist in der Tat etwas Neues. Und zwar etwas... sehr, sehr gutes Neues, weil das hatten wir vorher nicht. Ich glaube, man konnte, ich bin mir nicht sicher, ob man die ernten konnte, aber auffüllen konnte man die definitiv nicht. Das heißt, man kann jetzt rein theoretisch, nur so als Denkanstoß für euch, wenn ihr jetzt genug Farmhelfer habt, könnt ihr beispielsweise ein Feld machen mit, ich glaube, wir brauchen Äpfel und Birnen. Mit Äpfel einen Farmhelfer für die Birnen. Und einen Farmhelfer, der immer wieder diese Sachen hier mit der Marmelade auffüllt. Ich meine, da brauchen wir Äpfel und Birnen für. Das ist natürlich richtig genial. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die, für die, wo man Honig produzieren kann, diese Stände. Das heißt, ihr könnt dann theoretisch irgendwo einen Farmhelfer hinstellen, der vielleicht in ein Feld, am besten natürlich mit schnellen Blumen. Und da werde ich dann nochmal ein neues Video zu machen, weil das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt hier. Dass ihr da dann einen hinstellt, der tatsächlich alle Blumen regelmäßig aberntet, die wir brauchen von der Farbe her. Und dann regelmäßig, entweder er oder ein anderer Farmhelfer, regelmäßig immer wieder neu den Honig auffüllt. Das ist richtig, richtig klasse. Also es ist mega teuer, das überhaupt alles hier zu bewerkstelligen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt eben alles Medaillen sind. Aber es ist richtig, richtig gut und auch sehr, sehr clever angelegt. Ja, dann lasse ich hier mal die Dinger drin. Das Einzige ist jetzt nur... Ah nee, da ist er noch nicht gewesen, oder? Weil den Rand hat er jetzt nicht mitgemacht. Ah doch, jetzt geht er auch dahin zum Rand. Okay. Das ist richtig toll. Vor allen Dingen sieht das auch ziemlich schick aus hier mit diesem Teil, muss ich sagen. Das ist super. Ja, dann würde ich sagen, nachdem ich das jetzt mal so ein paar Sekunden habe sacken lassen, dass ich auf jeden Fall euch auch noch die anderen Sachen zeige, die ihr wahrscheinlich gar nicht mehr sehen wollt, nachdem ihr das mit den Farmhelfern jetzt gerade schon alles gesehen habt. Sondern ihr wollt wahrscheinlich direkt auf eure Farm stürzen und das Ganze selber ausprobieren. Aber ich verspreche euch, es gibt noch ein paar tolle Neuigkeiten. Und zwar haben wir unter anderem einmal ein Silo, was wir noch bauen können. Das ist jetzt nicht so die tolle Neuigkeit, aber es kommen noch ein paar andere. Das Silo müsst ihr leider teuer kaufen, also das kostet euch 6 Medaillen pro Stück. Die Produktionszeit sind
18 Stunden. Ihr erhaltet nach 18 Stunden, also das, was ihr abholen könnt, allerdings einen Betrag von 25 Edelsteinen, 25 Weizen und müsst 25 Weizen reinmachen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also mit anderen Worten, ihr haltet eigentlich nur die 25 Edelsteine raus. Das ist ein bisschen komisch hier aufgelistet. Gibt einen Namen bei Interaktion. Also wir werden es uns auf jeden Fall hinstellen. Das gibt es übrigens auch, ich wollte gerade Y drücken, das ist die falsche Taste, in verschiedenen Farbvarianten. Natürlich muss es jetzt unbedingt dunkel werden, wenn ich euch die verschiedenen Farbvarianten zeigen möchte. Wie das dann immer so ist. Kann man das hier oben links besser sehen? Nee, hier kann man es gar nicht sehen, weil es hier gar nicht ändert. Ich mache mal die Standardversion hier rein. Die haue ich mal einfach ja, hier rein. Das ist schon okay. Und wenn man jetzt da dran geht, dann sieht man natürlich erstmal die 18 und dass es noch nicht bereit ist. Leider keine Vorschau, aber ist auch nicht schlimm. Wir gucken uns direkt das nächste an. Und zwar, ich würde sagen, wir machen erstmal was anderes von der Deko beispielsweise. Weil es jetzt gerade Nacht ist, ist es natürlich ein bisschen blöd. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Sachen. Einmal Ziegelstein-Blumentopf. Kostet euch 40 Edelsteine. Und ihr könnt das Ganze, beispielsweise setze ich das jetzt mal hier so hin. Ich mache mal zwei nebeneinander, damit man es ein bisschen besser sieht. Nein, 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 genau das wollte ich nicht machen. Blödes Ding. So, obwohl ich den Hammer irgendwie ganz cool finde. Da könnt ihr dann einmal draufklicken und dann könnt ihr hier ein, ja, was euch so gefällt, etwas auswählen. Ob ihr da Blumen reinstellen wollt oder ob ihr, ja, zum Beispiel das, was ich euch gleich noch zeigen wollte, die Ananas, die stellen wir jetzt mal hier rein. Schönen Gruß übrigens auf diesem Weg auch an Anna. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, vielleicht in so einem Blumenbeet, aber das könnt ihr im Endeffekt damit machen. Ihr könnt auch Blumen selber reinstellen, beides kombinieren. Das ist alles möglich. Wir haben keine Variante. Da habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt. Aber es gibt noch den Steinblumentopf. Der kostet dann 10 Edelsteine mehr. Den stelle ich jetzt auch mal so der Optik halber mal eben hier neben, um das mal eben zu zeigen. Und da könnt ihr dann halt genau das Gleiche mitmachen. Warum habe ich gerade Würsing genommen? Ich weiß es nicht. Machen wir noch leckere Erdbeeren daneben. Ist schon irgendwie seltsam, dass die Erdbeeren größer sind als mein eigener Hintern. Aber das ist die andere Sache. Zoom mal ein bisschen raus, dann fällt das nicht mehr so auf. So sieht das Ganze auf jeden Fall jetzt aus. Und ich wollte mich gerade schon erschrecken, dass jemand auf der Farm ist. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass wir einen Farmhelfer haben. Ja, das sind die beiden ja, Blumentöpfe, sage ich jetzt mal, die man sich hier noch hinstellen kann. Dann, wie ihr eben schon gesehen habt, wir haben wieder neue Sachen, die man pflanzen kann. Und zwar gibt es einmal die spanische Erdnuss, mit der alles anfängt. Die kostet uns 125 Gold, ist immer im Sommer und im Winter pflanzbar. Dauert 45 Minuten, bis man die dann auch ernten kann. Gibt logischerweise Erdnüsse oder Nüsse, was auch immer dieses Zeichen jetzt genau als Oberbegriff ist. Und gibt uns einen Ertrag von 195 Gold. Natürlich alles auf Stufe 1, weil ist ja gerade erst rausgekommen, ist noch nicht gelevelt. Also, die zweite Variante kann ich euch nicht zeigen, weil die noch nicht freigeschaltet ist mit Namen. Ich weiß nicht, wann sie jetzt genau kommt. Es steht auch kein Level drin. Aber da braucht man auf jeden Fall die spanische Erdnuss auf Level 80 für, damit wir die freigeschaltet haben. Ich denke mal, dass dann erst der Name freigeschaltet wird. Ich habe da so ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Ja, stimmt, bei den anderen. Ja, dann wird erst der Name freigeschaltet, wenn man die auf Level 80 hat. Dann die zweite neue Variante ist die goldene Ananas. Die haben wir ja gerade schon mal gesehen. Die ist allerdings sehr, sehr teuer. Die kostet uns 8150 Gold, ist also nicht für ja, Farmanfänger, sage ich jetzt mal, gedacht, sondern eher, wenn man schon eine größere Farm hat. Die kann man auch nur im Sommer pflanzen, braucht eine Wachstumszeit von 6 Stunden oder halt jeweils beides, die Hälfte natürlich, wenn man das Ganze dauerhaft bewässert. Gibt uns gerade mal einen Ertrag von 8700, aber gibt uns Ananas. Das hatten wir, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht vorher. Es wurde aber schon angekündigt, dass es noch was Neues in dieser Richtung geben sollte. Nee, ich sehe es jetzt gerade nicht. Ja, und ihr haltet 75 XP,
wenn ihr das Ganze dann aberntet. Die goldene Ananas kommt aber nicht alleine. Und zwar gibt es noch die Variante 3 Fragezeichen. Dafür müsst ihr die goldene Ananas auf Level 20 bringen. Und die nächste, also die dritte Variante, wäre dann nochmal mit 3 Fragezeichen natürlich. Dafür müsst ihr die goldene Ananas auf Level 40 bringen und die zweite Variante auf Level 20. Da es jetzt hell ist, kann ich euch auch noch was anderes zeigen. Und zwar haben wir Seerosen bekommen. Dafür müsste ich jetzt allerdings mal gucken. Ne, man kann es, glaube ich, auch ohne Wasser hier hinstellen. Ja, das Spiel macht sich einfach das Wasser selber. Ich setze mal so 4 nebeneinander hin. So sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen komisch, weil die Seerosen gar nicht so richtig drauf sind. Vielleicht ist das ein bisschen jahreszeitabhängig. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber, ja. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich fände es jetzt schöner, wenn es jetzt so aussehen würde wie in der Vorschau. Und es gibt auch 2 Varianten. Es gibt die dann einmal mit hellem grünen Blättern, mit so einem eigentlich einer rosanen Blüte, die aber, wie gesagt, aktuell irgendwie nicht vorhanden ist. Oder mit dunklen grünen Blättern und mit einer weißen Blüte. Ich kann die Variante mal daneben stellen, aber da wird sich jetzt... Oh doch! Wenn man die nimmt, dann kommen hin und wieder Blüten raus. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das aktuell vielleicht noch ein kleiner Bug ist, weil wir nämlich so gar keine Blüte in dem anderen, in der anderen Version drin haben. Liebe Entwickler, bitte schaut mal danach. Ich denke, es ist einfach nur verbuggt. Ich denke nicht, dass es jahreszeitabhängig ist, weil sonst hätte die andere jetzt auch keine Blüten. Und ja, es wäre halt wirklich sehr schön, wenn ihr euch darum kümmern könntet. Dankeschön. So, wir sind wieder bei der Bauerngenossenschaft und wir können immer noch nichts machen. Alle Farmhelfer wurden bereits bezahlt. Finde ich ein bisschen komisch. Also meine Frage, die ich ja hatte oder meine Vermutung ist bestätigt worden. Wir können aktuell 2 Farmhelfer auf die Farm stellen. Also das ist dann die Anzahl der Farmhelfer. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wir hier noch nichts bezahlen können, weil normalerweise... meine ich, war es so, dass man das auch so ein bisschen im Vorfeld immer bezahlen konnte. Wahrscheinlich hat das jetzt damit zu tun, dass das jetzt zum ersten Mal gebaut ist und das halt länger braucht, bis das Ganze abgelaufen ist. Man sieht ja hier unten 94%. Ach so, man bekommt 25% für eine Medaille dazu. Das heißt, wenn wir die komplett auf Null haben... und dann einmal bezahlen müssten, dann würden wir 4 Medaillen bezahlen. Für, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Stunden, 1 Stunde, glaube ich, stand da drin. Ich habe es euch eben gesagt. Ich meine, es war 1 Stunde. Das heißt, 4 Medaillen für 1 Stunde, das ist natürlich wahnsinnig viel. Aber ich weiß nicht, ob sich die Zeit verändert, je mehr Farmhelfer wir haben. Aktuell haben wir 94%. Ich werde jetzt noch einen zweiten Farmhelfer reinsetzen und werde dann mal schauen, ob sich was an der Zeit getan hat. An den Prozenten. So, wir haben jetzt 2 Farmhelfer drin, sind jetzt allerdings auf 97% hochgegangen. Ich hatte eben 94%, ne? Jetzt können wir allerdings nicht mehr mit einer Medaille... ich glaube, es waren 25% auffüllen, sondern nur noch 12%. Also das variiert und wird immer schlechter vom Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber den Medaillen. Ich bin mal gespannt, wie man das Ganze in Zukunft von Seiten der Entwickler noch ein bisschen ausbalancierter bekommt. Weil die meisten haben ja gar keine bis nur sehr wenig Medaillen, auch halt in den Bereich der großen Farmen. Und ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch jetzt noch. Ich meine, es kann sein, dass das alles irgendwann fließend laufen wird. Das ja, ich bin auch extra hier auf meine Farm gegangen, wo ich aktuell auch immer die Quests mitmache. Das heißt, ich hatte auch schon wieder einige Medaillen drauf. Aber ich sehe dem Ganzen wirklich noch ein bisschen skeptisch gegenüber, weil es einfach extremst teuer ist. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man die Option bekommt, dass man das wie früher auch... Nee, früher waren es Tickets, aber dass man das dann mit Edelsteinen bezahlen könnte. Ich weiß, Edelsteine sind auch sehr rar. Gerade bis man alles freigeschaltet hat, ist es wahnsinnig heftig, bis man überhaupt erstmal die Edelsteine
zusammen hat, um die komplette Farm freizulegen. Aber es wird halt mit Medaillen nicht besser. Und ab einem gewissen Punkt, wenn man die Farm ganz groß hat und man vielleicht oder auf jeden Fall spätestens dann Farmhelfer haben möchte, vielleicht sogar ja auch vorher, dann wäre es, oder man macht halt beides, dass man dann einmal was mit Medaillen macht und einmal was mit Edelsteinen. Das wäre natürlich wesentlich besser. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum man hier eine Medaille stehen hat und da auch eine Medaille stehen hat und das genau der gleiche Wert halt eben ist. Ja, es kann sein, dass das ein Fehler ist, dass da vielleicht noch was anderes hingehört. Vielleicht wollten die Entwickler es auch so machen, dass man da Edelsteine dann bezahlen kann. Oder noch besser wäre natürlich mit Geld. Aber naja, so einfach wollen sie es einen ganz sicher nicht machen, dass man das Spiel genießen kann, anstatt allem hinterher zu hechten, damit man die Sachen mal bekommt, also die Rohstoffe. Zu einfach muss es ja auch nicht gemacht werden, da stehe ich ja auch hinter. Aber Medaillen finde ich schon ein bisschen heftig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Es waren einige wirklich tolle Sachen dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, bezüglich der Farmhelfer, bin ich richtig, richtig begeistert. Ich finde es immer noch schade, dass man die Optik nicht so ganz anpassen kann, weil, ja, ich hätte schon eine Option schön gefunden, zu sagen, ich möchte jetzt alles nur weibliche Farmhelfer haben oder nur männliche Farmhelfer, sowas in der Art. Ich möchte einstellen, was die für eine Frisur haben, dass man da vielleicht mehrere Sachen anklicken kann und davon wird es random gemacht, aber ich gebe auch zu, das ist natürlich dann auch ein bisschen zu viel vielleicht des Guten. Wäre aber schön gewesen, muss ich dazu sagen. Aber ich finde es mega, mega nice. Es ist eine richtige Verbesserung, was man mit den Farmhelfern machen kann. Und ja, ich finde es unterm Strich, alles andere ist mir heute egal gewesen, was wir reinbekommen haben. Aber die Sache mit den Farmhelfern, bis auf die Sache, dass man es halt mit Medaillen bezahlt, das sehe ich noch äußerst skeptisch. Aber dass sie endlich da sind und in welcher Art und Weise sie uns helfen werden und hoffentlich auch mehr werden, also dass wir mehrere von denen benutzen können, das finde ich hammer, hammer geil. Anders kann man es nicht sagen. Wenn ihr meinem Channel helfen wollt, lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.